Hallo, ich möchte Ihnen mit diesem Video die Nutzung der Lernplattform Wer weiß was nicht mit dem Smartphone demonstrieren. Interessant ist es besonders, die Lernkontrollen mal damit durchzuführen, weil da kann man ja im Prinzip immer, wenn man mal Zeit hat, sehen, wie der Vokabelschatz ist. Hier geht es jetzt um die Vokabeln für Leute, die Koch lernen wollen oder sich nur für Kochen interessieren. Sie sind nicht Deutsche, sondern möglicherweise Zuwanderer oder Studenten aus Frankreich oder französisch sprechenden Ländern und Sie wollen sehen, wie weit ist das Kochvokabular schon präsent. Dazu muss man sich zunächst anmelden. Ich mache das jetzt mal hier. Ich klicke bzw. tippe hier auf die Schaltfläche zum Anmelden. Wenn man hier als Gast die Lernerfolgskontrolle durchführen will, muss man einen Benutzernamen haben. Deshalb habe ich hier alle Kleinbuchstaben des üblichen Alphabets genommen, sowohl als Benutzernamen als auch als Passwort. Also C und C oder T und T würde auch gehen. Und dann tippt man hier auf die Schaltfläche und dann ist man drin und kann auswählen. Hier über das Menü, da gibt es Kursauswahl. Dann bin ich erstmal auf der Plattform von Konrad Rennert. Hat den Vorteil, dass man dort komplette Texte lesen kann. Und da ist, was gerade interessiert, der Kurs 28, ergänzende Sprachschulung, das, was ich haben will. Wer wie ich gewohnt ist, die Lernplattform mit einem Browser am PC zu bedienen, der muss sich erstmal umstellen, weil hier ist das alles untereinander. Und da sehen wir dann hier, fängt mit dem Beruf des Lageristen an. Interessant waren aber für uns die Köche. Und da haben wir sie. Unter dem Video, wo die Vokabeln im Zusammenhang mit der Google-Bildersuche vorgetragen werden, gibt es die Vokabelliste, die kann man sich nochmal anschauen. Ich klicke mal darauf, beziehungsweise tippe darauf, und dann sieht man jetzt hier untereinander stehen die Vokabeln und auch die Möglichkeit, dort die entsprechenden Tests aufzurufen. Und hier haben wir die Vokabeln sowohl in Deutsch, Englisch, Französisch und Spanisch. Wenn man dann horizontal weiterrollt, dann sieht man daneben ist da noch Arabisch und Persisch. Das, was man hier am Smartphone machen kann, ist natürlich, dass man hier auf einen dieser deutschen Begriffe draufklickt. Und dann sieht man, da gehört eine Bildersuche zu, in diesem Fall Gastgeber. Da sind dann Bilder angezeigt, die zum Gastgeber passen. Gehe jetzt mal auf Zurück. Wenn man hier auf Gastgeber, auf das französische Wort Hôte geschrieben, Hotel, ne, Hôte, kommt da möglicherweise aus der Richtung. Wenn ich darauf klicke, beziehungsweise darauf tippe, dann sehe ich hier Gastgeber mit dem entsprechenden Begriff hier nochmal angezeigt. Man sieht, das ist ein männliches Wort, auch im Französischen. Und darunter findet man dann Beispiele sowohl mit deutschen Texten als auch mit den französischen Übersetzungen. Das lasse ich mal so stehen. Können Sie ja auf Ihrem eigenen Smartphone ausprobieren. Jetzt gibt es zu diesen Vokabeln Tests, die konnte man weiter oben auswählen, aber die stehen auch hier in der Vokabelliste bereit. Einmal den Test, hier hat er eine Nummer 443 für Französisch, aber davor steht Test mit Maus. Diese Variante, die scheidet hier am Smartphone aus, weil das führt immer dazu, jedenfalls an den Smartphones oder an den Tablets, die ich kenne, dass wenn man Zuordnung macht mit dem Fingerziehen, dann wird das ganze Bild verschoben. Wenn man das aber mit dem Smartphone macht, dann bietet sich das an, diese Variante zu nehmen. Ich tippe mal darauf. Und da haben wir dann unterhalb die Möglichkeit, wenn ich es schon mal versucht habe oder ein anderer hat es versucht, mit dem gleichen Zugangsnamen auf letzte Vorschau fortsetzen zu klicken.
Und da sehen wir, da hat auch schon mit diesem Benutzername jemand was gemacht. Nicht alles ist richtig, deshalb ist das hier gelb. Wir können uns das mal anschauen. Aber er hat überall nur eine 5 eingegeben, wohl keine Ahnung gehabt. Dann kann man in diesem Fall einfach Folgendes sagen: Ich mache eine neue Vorschau. Dann wird alles zurückgesetzt und ich fange an völlig unbeleckt und kann, wenn ich jetzt mir eben gerade gemerkt habe, Coupé ist schneiden, also 8, dann kann ich jeweils mit der Tastatur das eingeben, queer, das ist backen, wird hier passen, das nächste könnte kochen, sieden, Boiler kenne ich, aha, ich bin also nicht so besonders gut gewesen in Französisch, außerdem ist schon lange her, tragen wir mal 4 ein. Ich will jetzt nicht alle durchgehen, ich werde das Video jetzt unterbrechen und trage dann die nächsten ein, ohne dass Sie da meine Denkprozesse verfolgen müssen. So, das ist die Kelle. So, jetzt habe ich hier alle ausgefüllt, gehe jetzt mal auf Prüfen. Da sieht man auch alle richtig, muss man natürlich auch zu sagen, ich habe das schon mehrfach gemacht und auch selber angelegt und hatte auch mal Französisch. Das ist jetzt kein Wunder, dass das so klappte. Wenn da was falsch gewesen wäre, vielleicht mache ich das mal, wenn ich auf Weiter klicke bei dem nächsten, da gebe ich mir nicht so viel Mühe. Da habe ich jetzt hier die 10 nächsten französischen Vokabeln und da weiß ich, Bol, das ist die Schüssel, Kasserole ist die Bratpfanne, Compteur ist vermutlich mal zählen. Und da nehme ich jetzt mal einfach die Reihe, die hier so noch nicht benutzt ist. 8, 7. So, ich habe hier alles mal ausgefüllt. Gehe jetzt mal auf Prüfen. Jetzt ist garantiert nicht alles richtig, weil ich das einfach so der Reihe nach runtergezählt habe. Da sehen wir jede Menge Fehler, jedenfalls hier in der Mitte. Und wenn jetzt diese Fehler hier korrigiert werden sollen oder ich will mir das merken, was ich da falsch gemacht habe, dann habe ich unterhalb der Vokabeln die Möglichkeit, mir die richtigen Lösungen anzuschauen. Zum Beispiel, dass Cuillère der Löffel ist oder Fourchette ist die Gabel. Das kann man ja sehen und da habe ich, wie ich Sven schon mal zeigte, die Möglichkeit, im Zweifelsfall auch mal drauf zu klicken und mir in Lingui den entsprechenden Begriff anzuschauen und auch anzuhören. Deshalb gibt es ja hier diese Lautsprechersymbole. So, das war jetzt die zweite Frage mit 10 Vokabeln. Dann gehe ich hier auf Weiter und kann den dritte Teil machen. Das heißt, da komme ich sowieso hin. Wenn ich auch weitergegangen bin, ich bin das noch nicht so gewohnt, hier bei diesem länglichen Display vom Smartphone zu hantieren. Aliments, das ist die Nahrung. Aber ich halte das jetzt mal wieder an. So, habe das ausgefüllt, nochmal voll meine Französischkenntnisse bemüht, gehe auf Prüfen. Und das war natürlich mal wieder ein Glückstreffer. Alles richtig. Jetzt sind die Fragen beantwortet, gehe dann auf Weiter. Und dort sehe ich dann auch hier im unteren Bereich mein Gesamtergebnis. Ich habe hier von 30 richtigen habe ich 24, 30 richtigen Möglichkeiten habe ich 24. Na, und ja, gehe dann auf Abgabe. Na, jetzt kommt erst die Statistik. Ich will das wirklich, weil ich kann ja eh nichts mehr ausfüllen. Und da sieht man dann auch die Statistik. 80%, das wäre in der Praxis bestanden, wenn man jetzt die Maßstäbe nimmt,
die ich von meiner Tätigkeit in der beruflichen Ausbildung und den IHK-Prüfungen in Erinnerung habe. So, das war jetzt der Test im Französisch. Den kann man natürlich dann auch auf dem PC machen mit der Maus. Wenn es jetzt um die richtigen Prüfungen geht, da würde ich jedem Lehrer raten, nehmen Sie eine PC-Umgebung, am besten zertifizierte Umgebung, dort wo vielleicht in der Schule oder in der Bildungseinrichtung auch Computerführerscheinprüfungen durchgeführt werden, weil am Handy haben die Teilnehmer, wenn sie da eine echte Benotung bekommen, die Möglichkeit eventuell zu betrügen. Man weiß ja nie, was die da alles so drauf haben. Aber für einen Selbsttest ist dieses hier durchaus sehr gut geeignet. Für die Tests, die man vielleicht ins Notenbuch eintragen möchte, da würde ich raten, keine Hardware der Kursteilnehmer oder der Schüler zu nehmen, sondern eben eine Ausrüstung, die der Schule gehört. Und dort müssen dann auch alle die Maus nehmen, weil das hat den Vorteil, dass diese Prüfungen auch jedes Mal neu durchgemischt werden und solche Cheats, die ja sehr beliebt sind bei Schülern, dass die dann auch ganz unterbleiben, weil das natürlich dann, wenn man es zufällig sortiert, die Reihenfolge der Begriffe, der Antwortmöglichkeiten, dann entfallen solche Dinge. Ja, das hierzu. Will Ihnen dann im nächsten Teil noch zumindest ein anderes zeigen, wie so eine Prüfung mit dem gleichen Vokabelumfang dann am PC geht. Ich bedanke mich zunächst für Ihre Aufmerksamkeit. Hallo, ich begrüße Sie nochmal zum kurzen Ausblick auf den PC. Da gehen natürlich, wie eben schon gesagt, die Tests mit Keyboard genauso. Ich habe hier schon zwei Fragen beantwortet und eine fülle ich hier noch aus. Remplir heißt... Oh, Null fehlt, ne? Muss also auffüllen heißen. Dann gehe ich auf Prüfen und da bin ich also jetzt gut dabei. Die drei Fragen sind alle richtig beantwortet, habe ich ja auch selbst erstellt. Und hier unten drunter stehen die Erklärungen, falls ich dann was falsch gemacht hätte. So, dann wollen wir aber gleich mal schauen, wie sieht das denn aus, wenn ich das Ganze mit der Maus zuordne durch Verschieben. Track and Drop steht hier. Sie sehen, ich habe hier jetzt zwei Spalten, weil der PC-Bildschirm ist eben breiter als der eines Smartphones oder eines Tablets. So, ich klicke darauf, wähle letzte Vorschau fortsetzen. Hier war noch nichts ausgewählt. Es sind also neue Fragen bzw. leere Felder, wo hingeschoben wird. So, wir sehen hier unten die 10 Vokabeln, die hier zugeordnet werden. Ich sehe auch schon das erste Problem. Das ist ein Grund, hier die Frage zu markieren. Da klicke ich mal rauf, weil Queer taucht zweimal auf. Das heißt, hier unten werden zwei Begriffe passen. Die sind vielleicht auch genau andersrum zugeordnet, aber das ist dann reiner Zufall, wenn es richtig ist. Ich nehme also hier einfach mal Garen, schiebe das hier hin. Und wähle dann Backen, das passt da auch. Laver ist Abwaschen. Coupé ist Schneiden. Exclure ist Ausnehmen. Also Sie sehen, das steht hier unten immer an unterschiedlichen Stellen. Und wenn ich den Test ein paar Tage später nochmal ausführe, dann werden hier unten die Antwortmöglichkeiten neu gemischt. Deshalb hatte ich da eben auch gesagt, man sollte hier die Zuordnung so machen, dass bei echten Prüfungen am PC gesessen wird und dann kann man keine Cheats nutzen, weil da unten die Antwortmöglichkeiten immer wieder neu gemischt werden. Der Söff sind die Eier, Pork ist das Schwein, Patat sind die Kartoffeln, oh, das Schwein ist zurückgewandert und als letztes fehlt die Kelle bei Truel. Das müsste jetzt, falls das hier oben nicht genau falsch rum ist, müsste es auch wieder 100% sein. Und da gehe ich jetzt hier auf Prüfen. Und, Glück gehabt. Also das ist reine Glückssache. Hier die zwei hätten falsch sein können. Deshalb hier die Markierung. Also keiner ist frei von Fehlern. Und weil ich hier diese Tests automatisch über mein Tool habe erstellen lassen, da habe ich nicht gesehen, dass Queer hier mehrdeutig geantwortet werden kann. So, hier unten haben wir dann auch die richtigen Antworten
Und da ist ein Link, aber hier gibt es keine Links. Hier sind die richtigen Antworten angezeigt, anders als bei dem Test am Smartphone oder per Keyboard, per Tastatur. Da haben wir also hier nur die richtigen Begriffe stehen, ohne Links zur Google-Bildersuche oder zu Lingui. Ja, das funktioniert also, wie Sie sehen, auch eben durch Schieben mit der Maus. Und das kann man also am Tablet oder Smartphone eben nicht ganz so gut machen, deshalb die andere Alternative. Aber für richtige Tests empfehle ich das. Damit will ich es dann auch auf sich bewenden lassen. Ich bedanke mich jetzt endgültig für Ihre Aufmerksamkeit.